Freunde, es ist mal wieder soweit. Zwar nehmen wir euch auch eine komplette Woche bei uns mit, in der halt der Plan ist, dass wir möglichst viel shredden gehen, mal eine Runde bauen gehen und das Ganze halt parallel zur aktuellen Homeschooling-Situation vollführen werden. Und ich würde sagen, da heute der Start dieser Woche ist, heute ist übrigens Samstag, gehen wir direkt mal eine Runde BMX fahren. Also Freunde, genießt das Video, lehnt euch zurück, let's go! So, wir werden jetzt einen kleinen Break des Hillbomb vollführen. Ich hoffe, mich wird's hinmaulen. Freunde, da oben in einem von den Bäumen, da klopft die ganze Zeit ein verrückter Specht. Und für denjenigen, der jetzt auf Pause drückt und den Specht sucht, ich kann auch gleich nochmal ein wenig reinzoomen für euch, darf man einen Screenshot machen, den rot einkreist und uns per Instagram schickt. Da kriegt einen 25 Euro Amazon-Gutschein. Also Freunde, strengt euch an. Jetzt haben wir Montag, Homeschooling ist angesagt. Falls auch nicht irgendwer Halo zocken sollte, dann schreibt mal in die Kommentare oder so. Es gibt Mittagessen bestehend aus selbstgemachten Raps. Falls ihr mal Kochvideos haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir schreiben Dienstag, hier wurde sich gerade Frühstück genehmigt. Ich würde sagen, wir haben heute Nachmittagsunterricht. Danach geht's aber eine Runde Fahrrad fahren. Da ist ein Paket angekommen und zwar ist es mal hier so ein GoPro Chess Mount. Das fühlt sich solide an. So, wir haben es jetzt gleich 3 Uhr und jetzt geht es erstmal eine Runde BMX fahren. Übrigens heute mal wieder ohne Martin, weil er leider anderweitig beschäftigt ist. Ey Freunde, wir haben was relativ Wichtiges vergessen und zwar das Highlight der Woche. Das wird jetzt hier mal eingeblendet, falls wir uns haben. Es ist Mittwoch. Man kann sagen, was man will, aber das Wetter ist halt einfach bombastisch. Also es hat die letzten paar Wochen sehr gut geregnet. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den Trails aussieht, aber hier sieht es relativ trocken aus. Was auch nochmal sehr schön ist, weil die letzten Wochen war es wirklich sehr nass und so. Trails fahren war da nicht so angenehm. Hier geht's rein. Oh, jo. Shit. Alter! Aber der Anblick da unten war ja mega geil. Ich frage euch nicht, warum ich immer zu Hause halb nackt rumlaufe, aber das ist einfach so eine Angewohnheit,